Wo soll ich denn jetzt hinkommen? Dicker, wie komme ich denn da hin, Alter? Das ist doch nicht in Berlin. Ey, Stocki. Mhm. Also, du siehst so schön aus im Profil. Oh, Dicker, der Beat ist so krass. Auf dem habe ich letztens geschrieben. Können wir Klassik hören? Super! Klassikradio! Wow. Dicker, jetzt stell dir vor, du bist gestresst. Bist du ja des Öfteren. Du bist cholerisch veranlagt. Ein bisschen langsam fahren, hier sind Kinder, die sterben können. Jetzt sind sie gestorben. Du musst Klassik ist das Beste, was es gibt. Weißt du, dass ich meine Battle Pass bei Klassik schreibe? Nee. Ich schwöre, Klassik läuft ganz leise im Hintergrund. Und ich komponiere diese Lines. Und du kannst dann auf jeden Fall so besser arbeiten, kreativer sein und so. Das ist auch kognitives Training und so. Du kannst verbindest Sachen, Töne, Bewegungen, so wie hier. Mhm. Und dann lernst du was auswendig. Dann kannst du viel besser auswendig lernen. Warum hast du denn, wenn du mich warst? Fühlst du das? Digga, du bist Italiener, Digga. Ja, ich fühle das. Pavarotti-Shit und so. Ja, es kommt was Leises rein. Es kommt immer so, so diese Bridge, nennt man das. Bridge zum. Lady Macbeth von Verdi. Das mag ich nicht, wenn Deutsche dazwischen quatschen, wenn irgendwas Schönes passiert. Erzähl eine traurige Geschichte, das passt jetzt gleich. Hier in diesem Café haben wir uns kennengelernt, Kass und ich. Granada, Wedding, Seestraße. Er bereut es. Deshalb die traurige Musik. Deshalb die traurige Musik. Das ist die Story. Kasso hatte ein super Leben. Er hatte gute Freunde. Er hatte keine Verrückten um sich. Aber dann kam leider Pisek. Pisek setzte sich neben ihn hin, bestellte eine Shisha. Für zwei. Traubeminze für Kasso Manzini und Pi zu dem Zack. Es begann eine Geschichte, die sich nicht wiederholt. Es ist nicht ausgelutscht wie der Bonbon. Auf jeden Fall, Kasso sah mich an und dachte sich, was ist das für ein Typ? Und ich dachte mir, du drehst meine Videos, Kasso. Kasso fing an, Pisek auf Zack zu drehen. Eine Folge nach der anderen. Ohne Pause. Die Leute wurden regelrecht beschossen. Und jetzt fängt hier wieder was Bewegendes an. Hier reicht mit Klassik, oder? Ja. Best friends, best friends. Oh, das war ein Trailer zu Best Friends. Guck mal, wir lachen gleichzeitig, 50 und ich. Weil wir den gleichen Humor haben. Hey, boy! Sagt der Pisek? Ja. Digga, ich war jetzt schon 2 Jahre nicht dort. Dieses Promotion, der Baustein muss gemacht werden. Wir haben jetzt nur noch fast, wie viel? 20 Tage, wo wir releasen wollen? Ja, das ist doch genug. Das ist doch jetzt auch erstmal nur ein Song, den man da ein bisschen mit antießt. Kommt ein Video und dann kommt ein, wird's was auf Spotty und auf. Und was ist mit diesen Blogs, was wir drehen? Hast du jemanden, der das schneiden kann? Ja. Wen denn? Ich. Doch, es wird jemand schneiden, der andere. Ja, der muss aber jetzt auch. Hast du einen Schabi? Okay, dann sag mir bitte, wer schneidet es? Mir wird wieder heiß. Ey, immer muss irgendwas sein, Alter. Immer nervt mich alles. Nur weil du deinen Luxus-Urlaub-Kurve in Kroatien machst und ich in diesem Regen sein muss, muss ich jetzt alleine schneiden. AEPMP kommt, wie ist das? Das ist egal, das ist Promo. Promo! Promo! Also baller ich schon das Cover rein. Ja, genau. Das, was Kasso gemacht hat. Kasso hat es gemacht. Ja, ist guter Laden hier, ja? Bombe. Ey, Dicker! Was heißt denn das Kerastase? Kerastase ist eine Marke. Achso, ich dachte, der Laden heißt Kerastase. Guck mal, Wartezimmer, er hat sich gerade fertig gemacht. Guck mal, jetzt geht's los. Ich hab mir auch vorgenommen, ich werd Rapper. Warum? Ich weiß nicht, ich will Geld.